New York. Amerika stand lange, lange Zeit nie auf meiner Wunschreiseliste. Aber in letzter Zeit war es irgendwie immer präsenter in meinem Kopf, weil ich viel im Internet unterwegs war und weniger in der Weltgeschichte. Und viel fand in New York statt. Und zwar nicht nur in Filmen und Serien, sondern auch in meiner Online-Bubble. Und ich hatte so Lust, das auch mal selber zu erleben. Und so ein westliches Land wie Amerika ist natürlich auch nochmal eine ganze Ecke teurer. Deswegen habe ich erstmal eine Runde gespart. Und wollte eigentlich letztes Jahr im September schon los. Aber es gab immer noch Flugbeschränkungen, man durfte nicht hin. Und deswegen ging es dann erst im Frühjahr 2022 los. Im September hatte ich mir 4 Wochen freigeräumt für die Reise, jetzt hatte ich 3. Normalerweise bin ich ja kein großer Freund von Plänen, aber ich habe auf jeden Fall mit dem Gedanken gespielt, so viel zu sehen, wie es nur geht. Und mein grober Plan war es, mit dem Amtrak-Zug von der Ostküste Richtung Westküste zu fahren. Und inspiriert wurde ich da von einem ganz tollen Video, was ich gesehen habe, und ich war schon Feuer und Flamme. Ich wollte mich aber noch nicht festlegen, hatte noch nichts gebucht und wollte die ersten Tage in New York verbringen. Und primär hatte ich erstmal nur 3 Ziele. Ich wollte auf jeden Fall ein Bagel mit Cream Cheese essen. Ich habe auch noch einen Muffin in der Tasche. Ein Pizzastück, was so groß ist wie mein Gesicht. Und natürlich wollte ich unbedingt in eine Broadway-Show. Hingeflogen bin ich nur mit Handgepäck. Und das war ziemlich knapp, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin über Island geflogen, was auch super schön ist. Hatte ich noch kurz Kontakt mit meinem alten Isländer-Kolumbianer-Freund und habe beschlossen, dass ich da unbedingt nochmal hin will. Ja, und dann war ich in New York und musste erstmal wieder im Hostel-Leben ankommen. Hatte ich gefühlt jahrelang nicht mehr gemacht und es war ein riesiges Hostel. Und ich muss sagen, es war absolut schrecklich. Zum einen war es unheimlich teuer, verhältnismäßig, also wow. Und die Leute haben einfach alle nicht miteinander geredet. Es waren alle auf ihr Handy fixiert. Das ist übrigens auch Hostelrealität. Ich bin gerade 4 Stockwerke gelaufen, habe mir 5 Toiletten angeguckt. Ich konnte nicht gehen, da war immer jemand drin. Jetzt ging. Meine Freundin Bella wird mich auslachen. Wie kann die überall aufs Klo? Das ist einfach ein Medium Cappuccino. Das ist bei uns eine Large. Ich verstehe die ganzen Leute hier nicht. Es ist mega schön. Richtig schöner Innenhof. Riesiges Hostel. Aber keiner geht raus. Alle sitzen drin. Und deswegen war ich eigentlich nur abends kurz da und war sonst den ganzen Tag nur unterwegs. In diesem Hostel redet einfach niemand miteinander. Und habe unheimlich viel gesehen. Bin so viel gelaufen. Ich habe mich in meine persönliche Hölle gefunden. Hier laufen einfach alle über Rot. Alle. Jede Oma, jeder Opa, jedes Kind, sie geben einen Scheiß, die gucken links, rechts und mich stresst das innerlich. Puh. Ey, das ist so süß. Ich laufe jetzt einfach schon seit 1,5 Stunden die Straße runter und das ist der erste Ort, wo man sich wirklich hinsetzen kann. Und das ist so leise überall. Das ist die erste Ami-Flagge, die ich sehe. Nach 2 Stunden laufen. Naja, und ich hatte auch direkt am ersten Tag die fettesten Blasen aller Zeiten, weil ich zu Hause noch die grandiose Idee hatte, dass meine Vans, die natürlich nur einen Ticken zu klein sind, bestimmt passen. Hallo, ich bin gerade auf dem Broadway. Quatsch, Times Square, sorry. Es ist erstaunlich klein und ich war so doof und habe meine zu engen, aber schönen Vans eingepackt. Bin den ganzen Tag rumgelaufen, turns out, habe eine fette Blase am Fuß. Jetzt musste ich mir erstmal für 100 Dollar neue Schuhe kaufen und die sehen so scheiße aus. Aber dann sehe ich, glaube ich, mehr aus wie so ein New Yorker und weniger wie ein Tourist. Und sah die nächsten Tage aus wie der dämlichste deutsche Tourist. Ich hatte ja nie wirklich viel mit Amerikanern zu tun. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig in Amiland war.
denn man trifft Amerikaner einfach super selten, wenn man unterwegs ist, weil die irgendwie andere Reiseziele haben. Und ich glaube einfach, das liegt daran, dass die Reisementalität da eine ganz andere ist. Und natürlich auch finanziell, aber das war das erste Mal, dass ich so richtig die Amis gelebt habe. Und ich war ja in New York, der unserer Mentalität ja wahrscheinlich noch am ähnlichsten ist. Und ich hatte aber unglaublich Lust, auch verschiedene Mentalitäten kennenzulernen, auch wenn die mich total abschrecken. Zum Beispiel hat mich total gereizt, mal nach Texas oder in so kleine Dörfchen zu fahren, mit eigenen Augen zu sehen, wie die Leute da leben und was für Einstellungen die haben, die meinen überhaupt nicht entsprechen. In den Seitenstraßen ist es einfach komplett dunkel und unglaublich leise. Was mir im Vergleich zu Europa so aufgefallen ist, Amis schauen sich nicht so an. Beziehungsweise die Deutschen starren unheimlich. Und da ist das unhöflich. Und zum anderen sind die Amis unglaublich gut im Smalltalk. Und eigentlich nervt mich das immer tierisch, weil ich das so oberflächlich finde. Hier sieht es ein bisschen aus wie da, wo Carrie Bradshaw wohnt. Das ist wahrscheinlich schweineteuer hier. Sieht aus wie eine Mutti aus einem Ami-Film. Ich habe aber irgendwie ein neues Level freigeschaltet, als ich jetzt da war. Denn ich hatte eine ganz spannende Situation im Bus, im Flixbus. Man kennt es ja. In Deutschland starrt jeder auf sein Handy. Und das heißt so viel wie, rede nicht mit mir, schau mich nicht an, ich möchte nicht kommunizieren. Und da hatte ich eine ähnliche Situation. Alle saßen da, haben gewartet, starrten aufs Handy. Dann kam aber eine Frage und die wurde ganz offen so in den Raum gestellt. Und dann haben alle ihr Handy weggelegt und miteinander geredet. Und ich war ganz von den Socken. Da drin gibt es nur Sachen mit Zucker. In dieser riesigen Halle. Oder frittiert. Dann habe ich irgendwie mein Handyladekabel geliehen, mit dem Typen gegenüber noch gequatscht, dass die Zugtickets so teuer sind. Und das war so ein kurzes, knappes Gespräch. Und es war total nett. Und da war ich echt überrascht, dass es auch so gehen kann. Ich war gerade in einem Laden von einer Iranerin in so einem Deli. Die hat mich ja mit Komplimenten überhäuft. Nein, die Güte, das war wirklich ernst und nett gemeint. Schön. Manchmal oberflächlich, aber schön. Boah Mann, es ist ganz schwierig, das so zu formulieren, dass es nicht abwertend klingt. New York ist toll. Und ich möchte New York auch unbedingt nochmal sehen zu einer anderen Jahreszeit. Aber ich war nicht so von den Socken, wie ich es gedacht hätte. Die 19-jährige Leo wäre viel faszinierter gewesen von den hohen Häusern, in vielen Straßen, den tollen Menschen. Aber die Jetzt-Leo hatte ein bisschen mehr Realitätsbezug, glaube ich, und wusste schon von Anfang an, dass es nicht so ist wie Sex in the City und dass auch alles, nicht alles Gold ist, was glänzt und es auch einfach sehr viel Schein ist. Eine sehr teure Stadt, die zwar super viel bietet, aber die jetzt auch nicht so perfekt ist, wie sie immer scheint. Ich bin sehr nass. Da war ein Mädel nur mit so einem Töpfchen und hat Insta-Fotos gemacht. Ich dachte, ich spinne. Bei mir gab es jetzt eine kleine Planänderung. Und zwar, eigentlich wäre ich ja noch bis fast Ende Mai hier geblieben, weil ich Anfang des Jahres gebucht habe und da hatte ich einfach noch richtig Bock. Und der ursprüngliche Plan war es auch eigentlich, noch mit dem Zug von New York Richtung Westen zu fahren. Ist erstaunlich teuer, weil ich voll gewusst, aber naja. Und die ganze Zeit, wenn ich hier unterwegs bin, denke ich daran, dass ich eigentlich lieber meinen Camper renovieren möchte. Naja, und wenn ich was kann, dann ist das Pläne ändern. Komm jetzt raus. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte mir nämlich 2 Wochen vorher sehr spontan einen alten Camper gekauft. Ich weiß nicht, ob es dumm ist, aber ich habe gleich eine Besichtigung für ein Wohnmobil. Irgendwie ist alles ziemlich spontan und ich denke mir teilweise, ich bin bescheuert und ein bisschen verrückt und vielleicht auch ein bisschen unbedacht. Ich habe es runtergebrochen, es sind ungefähr 8.000 Euro mit Renovierungen und allem. Und ganz schön viel Commitment für die nächsten Jahre, ey. Uff. Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft. Jetzt bin ich auf YouTube und versuche mir mal die grundsätzlichen Sachen schon mal anzuschauen. Die YouTube Wohnwagen-Umbauszene ist eine ganz schwierige Situation. Ganz seltsame Landschaft. Viele Menschen, mit denen ich privat, glaube ich, nicht gern was zu tun hätte. Naja, und wie es dann weitergeht und was aus meinem Roadtrip geworden ist,
kommt dann in der nächsten Folge.